Telefontalk im WDR Fernsehen. 0800 220 5050. Domian. Anrufen und reden. 0800 220 5050. Ja, ihr Lieben, ich grüße euch herzlich willkommen bei Domian. Willkommen zu unserer Donnerstagsausgabe und die ist wie immer eine freie Themenausgabe. Und das heißt, wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, hier live im Fernsehen, dann ruft ganz einfach an zu jedem Thema, das euch interessiert. Die Telefonnummer 0800 220 5050, das ist eine kostenfreie Telefonnummer. Und wir haben auch eine kostenfreie Faxnummer, das ist 0800 220 5051 und die E-Mail-Adresse lautet domian@wdr.de. Ich bin gespannt auf den ersten Anrufer und der heißt Alex, 23 Jahre alt. Guten Morgen. Tachchen, aber es ist die Alex. Eine Sie? Ja. Die Alex. Ja, schön, dass du da bist, Alex. Und was geht's bei dir? Ich wollte mal anrufen zu dem Thema von gestern, das war Spanking. Ja. Ja, und ich war ja so erstaunt, dass du das noch nie gehört haben willst in deiner ganzen Zeit. Ich könnte schwören, dass jetzt ganz viele Leute vor dem Fernseher sitzen und sagen, was redet die da? Spanking? Ich weiß auch nicht, was das ist. Erklär du es den Leuten nochmal. Ja, das ist ein sexueller Fetisch. Ja. Bei dem man sich von jemand anderem übers Knie legen lässt und den Hintern versäumt. Ja, also ich muss wirklich gestehen, dass ich das nicht kannte und das auch in gewisser Weise sehr, sehr komisch finde. Die Vorstellung, dass man sich den Hintern, ne, so ist es ja, den Hintern versohlen lässt von jemand anderem, um dadurch in eine sexuelle Erregung zu kommen. Ja, es ist einfach, ich denke, das liegt besonders daran, weil der Po eben eine besonders erogene Zone ist und wenn dann da draufgeschlagen wird, dann ist das einfach schön. Ich gehe mal davon aus, du redest da so fachkundig von, dass du das auch sehr gerne machst und hast. Definitiv, ja. Definitiv. Das heißt, die Alex lässt sich gerne mal den Po versohlen. Ja, definitiv. Also ich habe gestern ja gemutmaßt, ob das eine reine schwule Geschichte ist. Ja, ich habe die ganze Zeit gewartet, dass die Frage kommt. Aber offensichtlich ja nicht, da du Genau. Ja, du bist eine heterosexuelle junge Frau. Ja. Ja. 23 Jahre alt, habe ich gerade gesagt. Wann hast du das so für dich entdeckt, dass du diesbezüglich Spaß hast und Gelüste hast? Ja, das war so, als ich angefangen habe, mich auch selbst so zu befriedigen. Ja. Sprich, da war ich 5 oder so. Ja. Ja. Und das war von da an immer meine favorisierte sexuelle Vorstellung. Wie? Vom Alter von 5 Jahren an? Ja. Das heißt, wenn die Mama dir mal den Nein, hat sie nie. Was? Hat sie nie. Das hat sie nie? Nein. Ja, aber im Ernst, man hat doch so früh, in einem solch frühen Alter noch nicht, doch keine konkreten sexuellen Vorstellungen. Ja, ich fand das auch irgendwie schon merkwürdig. Ich bin mir auch ganz schön lange ziemlich komisch vorgekommen, wie so ein Alien. Das heißt also, wirklich im Kindesalter gab es so die Fantasie, wenn mir jemand den Po mal versohlt, dass das irgendwie schöne körperliche Gefühle gibt? Ja. Mal so ausgedrückt, ja? Das finde ich ungewöhnlich. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja, ich fand das, wie gesagt, auch sehr lange sehr ungewöhnlich. Bis ich dann rausgefunden habe, dass es noch andere gibt außer mir. Ja, wann hast du das rausgefunden? In welchem Alter? Mit 16 ungefähr, als ich Internetanschluss hatte. Ja? Ja. Und da bist du rumgesurft und hast das zufällig entdeckt? Oder ja, hast du ich habe mir dann so gedacht, ich könnte das ja eigentlich mal eingeben in der Suchmaschine. Mhm. Und dann, also ich kannte diesen Begriff Spanking vorher ja auch nicht. Eben, du hast den Begriff ja gar nicht gekannt. Nein, nein. Was hast du eingegeben? Po-Versohlen oder ja, wie? Irgendwie sowas. Ehrlich? Ja. Und da bist du dann fündig geworden? Ja, so. Reichlich. Wann hast du es zum ersten Mal gemacht? Dann kurz darauf schon? Dass mir jemand, Genau, man muss ja sagen, machen lassen. Ne? Ja, genau. Ja. Mit 20 erst. Mhm. So, bist du in einer festen Beziehung im Moment? Ja. Und dein Freund teilt auch diese Leidenschaft mit dir? Naja, also ich habe ihn da quasi reingestoßen sozusagen. Ach so. Weil er hatte diesen Fetisch nicht. Ja. Und dann habe ich ihm das mal erzählt. Und dann, ja. So, jetzt aber Butter bei die Fische. Ja. Wie sieht das bei euch dann so im Schlafzimmer oder wo auch immer aus? Ist das so eine Art Vorspiel? Das ist, ja. Dass du dich dann über die Knie von deinem Freund legst? Oder lasse mich legen. Lässt dich legen mit nacktem Po? Ja. Und dann haut der Freund mit flacher Hand oder hat er ein Rohrstöckchen oder wie macht er das? Ja, sowohl als auch. Ich meine, ja, wir haben schon mehrere Sachen ausprobiert. Ja, was ist dir das Liebste? Also zu Anfang war es die Hand, weil ich ziemlich unsicher war, wie viel ich ertragen kann. Ja. Es hat sich aber gesteigert und es ist auch mit einem Stöckchen oder was auch immer, ist auch schön. Aber, das ist auch schön.
Aber ist es nicht so ganz schlimm, dass da Striemen zu sehen sind hinterher oder so? Naja, also das kommt schon drauf an. Das kommt doch schon vor, ja. So, jetzt weiter. Wie stelle ich es mir konkret vor? Wie lange haut dann der Freund mit dem Stöckchen oder mit der Hand auf den Po? Nee, das kommt drauf an. 10 Minuten, halbe Stunde? Ach nein, das kann man so nicht sagen. Es kommt drauf an, also wenn er überhaupt in der Stimmung ist, das muss er ja auch sein, dann so lange, wie er Lust hat, wie lange er denkt, dass ich es brauche. Ja. Wie lange brauchst du es denn ungefähr? Ja, es kommt auch auf die Stimmung an. Also entweder manchmal brauche ich nur irgendwie so ganz kurz und dann bin ich schon in Stimmung und dann machen wir schon gleich was anderes. Ja. Oder wenn ich ihm so durch Rollenspiele quasi zu verstehen gebe, ich möchte jetzt, dann kann das auch schon mal länger dauern, was ich, ja, 10 Minuten oder sowas. Ach so, also nicht so ganz irre lang. So. Danach, wenn das dann passiert ist, wenn man dir den Po versohlt hat, dann geht es über in die normale sexuelle Aktion, die man so kennt. Mhm. Also ohne Sex hinterher ist eigentlich witzlos. Also nur mal so Po versohlen zwischendurch ist es nicht. Ist auch schon vorgekommen, aber es ist halt für mich der Kick, dass man dann hinterher... Verstehe. Ja. Verstehe. Und du sagst, du hast deinen Freund dahin geführt. Ja. Das heißt, mittlerweile macht ihm das auch Spaß? Das hoffe ich. Also, ich meine, er hat mir nie irgendwas anderes gesagt. Ja. Ist es denn auch schon mal umgekehrt der Fall, dass du deinem Freund den Po versohlst? Das haben wir zwar ausprobiert, aber in der Regel nicht, weil er ist nicht so dafür. Mhm. Hast du denn den Eindruck, dass er das dir zuliebe macht? Oder hast du den Eindruck, oder siehst du es ja sogar vielleicht, dass ihn das auch sehr erregt und antörnt? Mittlerweile ja. Zu Anfang nehme ich an, dass er ja das gemacht hat, weil ich vorher mal gesagt habe, ich finde das. Ja. Also ich könnte es mit. Nein, ich kannte es ja vorher schon. Und dass ich ihm gesagt habe, ich finde das gut. Dass er es dann halt ausprobiert hat und dann, ja, mittlerweile ist es relativ regelmäßig. Ja. Also regelmäßig, dass es quasi so zu eurer Sexualität dazugehört. Ja. Ja. Ja, also was man alles so erfährt im Fernsehen. Ich finde die Anfänge sehr ungewöhnlich bei dir, dass es so früh angefangen hat. Redest du denn mit deinen Freundinnen auch darüber oder ist das eher da ein Tabuthema unter den Mädels? Nein, überhaupt nicht. Also bis heute, wussten es, glaube ich, 4 oder 5 Leute. Jetzt wissen das alle. Jetzt wissen es einige mehr. Ja. Aber ich habe ja gestern auch schon gesagt, das ist ja nur wirklich auch nichts Schlimmes. Es ist ja irgendwie schon peinlich. Ja, irgendwie. Aber es ist ja auch nichts Perverses, was man so als pervers einstufen könnte. Ich habe gestern den Begriff ja schon gebraucht. Irgendwie ist es ja auch ein bisschen putzig, ne, die Vorstellung. Ach ja. Und vor allen Dingen, wenn es beiden Spaß macht und es euer Ding ist, dein Ding ist, ist es doch wunderbar. Ist doch alles in Ordnung. Ja. Dieses heißt Spanking, ne? Ja. Spanking. Ich habe mich ja gestern ein paar Mal versprochen. Also Spanking. Es gibt mehr Menschen zwischen Himmel und Erde, die Spanking-Fans sind, lerne ich heute. Ja. Und offensichtlich auch heterosexuelle Menschen und auch Mädels und Frauen. Ja. Also im Internet gibt es eine riesen Fangemeinde sozusagen. Ja. Alex, das war sehr nett, mit dir gesprochen zu haben. Immer wieder gern. Und du grüßt deinen Freund. Mach ich. Und viel Spaß beim nächsten Profasohlen. Dankeschön. Tschüss. Okay, ciao. So, meine Lieben, wenn ihr euch auch sehr gerne mit mir unterhalten wollt, das muss ja nicht gerade über Spanking sein oder was auch immer, das können auch ernstere Themen sein, dann ruft mich an. Das ist eine kostenfreie Telefonnummer 0800 220 5050. Und die Faxnummer ist 0800 220 5051. Und die E-Mail-Adresse lautet domian@wdr.de. Jetzt bin ich verbunden mit Jasmin. Und Jasmin ist 22 Jahre alt. Grüße dich. Hallo Domian. Hallo Jasmin. Dein Thema? Mein Thema ist Sozialphobie. Sozialphobie? Ja. Was ist denn das? Absolut unfähig, irgendwie mit der Gesellschaft klarzukommen. Aufgrund meiner Erziehung, würde ich sagen, ja. Absolut unfähig, mit der Gesellschaft klarzukommen. Das müssen wir jetzt mal ein bisschen konkreter machen. Was bedeutet das für dich und dein Leben? Also angefangen hat es halt wirklich schon in der frühesten Kindheit. Mhm. Mein Vater hat auch sehr stark eine Krankheitsphobie. Also es war alles sehr steril. Ich bin auch irgendwie so eine Art Sakrotankind. Mhm. Ich durfte halt nicht auf den Spielplatz. Ich durfte mich vom Boden aufheben. Wenn doch, musste ich mich gleich desinfizieren. Musste Mundschutz tragen als ganz kleines Kind oder Handschuhe oder so. Ehrlich? Sowas. Mundschutz als Kind? Ja. Mhm. Was hatte der Vater von der Krankheit?
Ja, also definitiv ist es jetzt nicht irgendwie ärztlich irgendwie diagnostiziert, aber es ist halt, er wurde halt auch so großgezogen. Meine Oma hat diesen selben Fehler mit ihm gemacht. Ach so, das ist eher so eine psychische Geschichte, ja. Dass er eine Phobie vor Viren und weiß ich, Ansteckungen hatte. Ja, und hat genau. Dich dann entsprechend isoliert. Isoliert und erzogen. Mhm. Mhm. Ja. Ja. Und es hat sich dann eine Zeit lang gebessert. Mhm. Und so im Teenageralter möchte man halt gerne auch was unternehmen und so weiter. Und außer schulischen Kontakt kenne ich eigentlich großartig so den Umgang mit der Gesellschaft nicht. Ja. Und mittlerweile bin ich, wie gesagt, 22. Ja. Ich habe weder einen Abschluss machen können, weil ich einfach irgendwie den Umgang mit den Lehrern und den Mitschülern irgendwie damit nicht mehr klargekommen bin. Also es hat sich so ein sehr stark und auch früh irgendwie bei mir geprägt, dass ich auch schon eine Art Psychose hatte, Angstzustände von Menschenmassen, von fremden Leuten. Heißt das, dass du eigentlich ganz zurückgezogen lebst? Ja, eigentlich schon, kann man so sagen. Isoliert, um gar nicht mit Menschen in Kontakt zu kommen, weil du Angst hast? Oder so war es früher, dass du dich vielleicht irgendwie anstecken könntest oder sowas? Ja, also den einzigen wirklichen Kontakt, den ich wirklich zum Kommunizieren habe, ist das Internet. Mhm. Also ich existiere fast eigentlich nur im Netz. Also du bist 22 Jahre alt. Ja. Wann bist du von der Schule gegangen? Mit 15. Mit 15? Ja. Du hast keinerlei Ausbildung gemacht? Nein. Gar nichts? Nein. Das sind jetzt fast 7 Jahre vergangen. Ja. Heißt das, dass du in diesen 7 Jahren eigentlich nur zu Hause gesessen hast? Nicht nur, aber meistens. Also natürlich rebelliert man. Aber das hat halt auch nicht oft irgendwie Wirkung. Wohnst du noch bei deinen Eltern? Ja, ja, so ausziehen ist um Gottes Willen. Mein Vater ist auch sehr stark besitzergreifend, hat ein sehr veraltetes Frauenbild. Also der Vater ist in ähnlicher Weise gestrickt, wie du es gerade erzählt hast. Und die Mutter, was sagt die dazu? Meine Mutter hat nichts zu sagen. Das ist so dieses Bild. Die nimmt das alles so hin. Ja. Aber das ist ja nun doch wahnsinnig, wenn ein junges Mädel von 22 ab dem 15. Lebensjahr, wo es noch Kontakt zu den Mitschülern in der Schule gab, quasi nur zu Hause sitzt. Aus Angst, man könnte sich vielleicht, also das ist ja die Urangst, man könnte sich irgendetwas holen. Mittlerweile ist es wahrscheinlich völlig übersteigert. Es ist nicht nur das, also es ist halt auch, dass mein Vater sehr stark irgendwie besitzergreifend ist. Also er hat mal gesagt, keiner seiner Kinder verlässt das Haus oder zieht aus. Wie viele Kinder gibt es? Ich habe noch 2 jüngere Brüder. Und sind die in ähnlicher Weise erzogen worden? Nicht so schlimm, aber auch. Also mein mittlerster Bruder ist jetzt 18. Das ist also in der Denkweise so der zweite Abklatsch meines Vaters. Also der ist da auch so, was Frauen angeht, eingestellt. Der Kleinste ist 14. Der realisiert das wohl noch nicht so. Habe ich in dem Alter auch nicht getan. Mhm. Lass uns weiter über dich reden. Ja. Du hast bisher noch keinen Freund gehabt. Doch, doch, natürlich. Doch. Ja, ich habe auch jetzt aktuell Fan hier. Durchs Internet. Also wir haben uns auch gesehen. Durchs Internet. Aber ihr trefft ihr euch auch? Ja, ja. Also nach langem Überreden meines Vaters durfte er immer zu mir. Es gibt halt jetzt das nächste Problem. Seine Mutter ist Ärztin. Das kam dann raus. Mhm. Mittlerweile hat er Hausverbot. Mein Vater hat ihn auch schon gedroht, dass er ihn zusammenschlagen will. Und ist halt schwierig. Ist halt wirklich schwierig. Die Mutter ist Ärztin. Deshalb hat er Hausverbot? Die Logik meines Vaters kann ich schon lange nicht mehr nachvollziehen. Also ich wurde gerade ganz hellhörig. Warum? Was ist das für eine Logik? Ja. Ja. Aber er durfte nur zu dir nach Hause kommen. Du durftest nicht mit ihm rausgehen. Doch schon. Also klar, mal da und dahin, aber großartig. Ich durfte zum Beispiel auch nie zu ihm nach Hause. Mhm. Also, gab es sexuelle Kontakte zu Das, ja. Weiß dein Vater davon? Das weiß er, ja. Er drückte halt irgendwie ein Auge zu, weil, ich bin in seinen Augen eh eine Schlampe. Also hast du Freundinnen? Ja, eine beste Freundin, ja. Und die kommt auch zu dir nach Hause? Mittlerweile hat sie auch Hausverbot. Sie hat auch Hausverbot? Ja, weil mein Vater denkt, sie hält mich auf. Weil ich mittlerweile halt mein Leben irgendwie in den Griff kriegen will. Und das bedeutet, dass es gibt schon ab und zu so sporadisch mal Kontakte nach außen, zur Außenwelt. Ja. Aber letztendlich bist du gefangen im Käfig deiner... In der Gummizelle, In einer Gummizelle. Ja, definitiv, ja. Und du wirst finanziert und ernährt von deinem Vater? Ja. Du kannst ja nicht selbst verdienen. Nein. Was machst du den ganzen Tag? Sitzt du den ganzen Tag vor dem PC oder was machst du? Ja. Du wirkst für so ein Leben, will ich dir sagen. Ja, das habe ich meinem Freund zu verdanken. Also er sehr vital und so. Er hat mich zum Mensch gemacht. Also der Umgang meines Freundes ist das Beste, was mir nicht passieren konnte. Also er unterstützt mich auch sehr stark. Aber so momentan ist er halt auch ratlos. Ich meine, jetzt hat er Hausverbot bei dir. Ja. Also bei euch. Ja. Darfst du denn dann, erlaubt das der Vater, dass du dann noch rausgehen darfst und ihn irgendwo treffst? Das Problem ist, er wohnt halt weiter weg. Wir haben uns seit März nicht mehr gesehen. Seit März? Ja. Aber ihr telefoniert oder ihr chattet miteinander? Täglich eigentlich, ja. Mhm.
Also es ist schon ein sehr inniges Verhältnis. Was ist das für ein Leben, Jasmin? Kein gutes. Also nee, die Lebensqualität ist miserabel. Mhm. Also wie du mir das hier so schilderst, ja, kommt mir das sehr schauderhaft vor, dieses Leben. Ja, ist das. Also ich habe auch Phasen gehabt, sehr depressiv auch. Ja. Wenn du jetzt die Freiheit hättest, wenn jetzt der Vater sagen würde, okay Mädel, mir ist alles egal, mach was du willst. Mhm. Meinst du, du würdest so nach außen gehen wollen und du würdest auch bestehen können in der Welt? Also für mich persönlich möchte ich auf jeden Fall eine Therapie machen. Mhm. Das ist mir sehr wichtig, dass man mich wieder irgendwie in den Umgang und in die Gesellschaft auch überhaupt direkt wieder eingliedern kann. Ja. Für mich ist auch sehr wichtig, dass ich vielleicht demnächst bald eine eigene Wohnung bekomme, weil ich halte es hier, wie gesagt, nicht aus. Mein Vater neigt auch ein bisschen zu Gewaltausbrüchen. Also, er neigt zu Gewaltausbrüchen? Es kam schon mal vorher. Das heißt, er hat dich auch geschlagen? Kam auch vorher. Kam auch vor? Ja. Immer dann, wenn er sich nicht irgendwie anders helfen konnte oder ihm die Argumente. Und die Mutter nimmt alles hin und Ja, klar. Still. Also, was heißt denn Gewaltausbrüche? Heißt das, dass er dich ins Gesicht schlägt? Oder? Ja, auch. Ja. Also aber mittlerweile, ich schlag zurück. Also es ist eher selten, aber es kam vor, ja. Also Jasmin, ich möchte dich wirklich von meiner Seite aus, sofern man so ein komplexes Problem, was du hier geschildert hast, überhaupt so schnell kommentieren kann, aber dennoch von meiner Seite aus wirklich ermutigen. Du bist eine junge Frau von 22 Jahren, wirkst sehr toll und sehr vital, muss ich sagen. Wirklich, ja, ganz toll. Gar nicht wie jemand, der so lange quasi eingesperrt ist zu Hause. Aus dieser Gummizelle rauszugehen, wenn es irgendwie geht, ein eigenes Leben aufzubauen, auch zu brechen mit dem Vater. Es kann jeden Moment sein, dass mein Vater hier reinstürmt, weil der rennt hier gerade draußen im Flur. Ja. Ich bin gerade etwas nervös. Ja. Das heißt, wir haben deine Telefonnummer und mein Psychologe würde sich sowieso nochmal versuchen, um dich zu kümmern, wenn jetzt abrupt aufhören muss. Was mir auf jeden Fall wichtig ist, weil ich absolut irgendwie unfähig bin, auch mit Ämtern zu telefonieren. Ich weiß ja gar nicht, was ich machen soll. Also, aber kann dir da dein Freund nicht helfen? Schon, also aber irgendwo ist auch irgendwie seine Reserven erschöpft. Also er hat schon erst auf jeden Fall immer für mich da, aber ich kann auch nicht immer irgendwie nur von ihm irgendwas erwarten. Verstehe. Also, hat er eine eigene Wohnung? Nein, er wohnt auch noch zu Hause. Ja, wie alt ist er? 22. Ich bin jetzt ein bisschen angespannt, weil ich Angst habe, dass du in eine komplizierte Situation kommst, wenn dein Vater reinstürmt. Also ich muss den höchsten so tun, als würde ich mit jemand anders telefonieren. Ach so, ja. Also wenn ich dich gleich... Dennoch müssen wir das ja nicht so lange weiterführen, das Gespräch. Ja. Also auf jeden Fall sprichst du gleich mit meinem Psychologen und wir werden alles, was in unserer Macht steht, tun, um dir noch Hilfestellung zu leisten. Danke. Von meiner Seite aus möchte ich wirklich dir sagen, dass du, ich glaube, dass du es auch schaffen wirst. Du wirkst für mich doch sehr kraftvoll. Die Kraft habe ich wirklich, wie gesagt, meiner besten Freundin, meinem Freund zu verdanken. Also hätte ich die beiden nicht, also wäre dann... Raus. Ja, auf jeden Fall. Und einen radikalen Bruch mit der Familie machen. Ja, das Problem ist, mein Vater... Es ist eine sehr krasse Story. Also er hat mir mal gedrückt, es würde eine Pistolenkugel existieren, da wäre mein Buchstabe eingraviert und wenn ich gehe, hätte ich sie im Kopf. Hättest du sie im Kopf? Ja. Wollen wir mal hoffen und davon ausgehen, dass das wirklich auch ein Bluff ist, seiner sehr seltsamen... Wie gesagt, ich kann es nicht einschätzen. Also ich bin nervlich absolut momentan nicht fähig, da jetzt irgendwie noch zu kalkulieren, was er macht. Ja. Auf jeden Fall darf das nicht dazu führen, dass du jetzt natürlich bei ihm bleibst, sondern es muss dazu führen, dass du rauskommst. Mhm. Ich schlage Folgendes vor. Wir brechen das Gespräch jetzt hier auf dem Sender ab. Mhm. Und du hast jetzt gleich alle Ruhe der Welt mit meinem Psychologen, mit dem Johannes, Details zu besprechen. Das wäre sehr gut. Ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du es schaffst, aus dieser Hölle, aus dieser Hölle rauszukommen. Ja. Und dass du dein eigenes Leben schaffst. Ja. Und wir vielleicht in einem halben Jahr nochmal reden können und du sagst, Mensch, ich habe eine eigene Wohnung und das ist so und so gelaufen. Ich wünsche es mir auf jeden Fall. Sehr. Liebe Jasmin, alles Gute, du legst auf und wir rufen dich gleich zurück. Alles klar. Tschüss. Okay, Dankeschön. Tschüss. So, meine Lieben, jetzt machen wir eine kleine Postecke. Unsere erste kleine Postecke heute in der Sendung, heute in unserer Donnerstagssendung. Ich habe Post bekommen von Uschi. Von Uschi, 34 Jahre, aus Engelskirchen. Die schreibt, hallo Domian, ich fasse es nicht. Du hattest letzte Woche eine Frau in deiner Sendung, die seit 7 Jahren verheiratet ist und seitdem durchschnittlich 4-mal die Woche fremd geht. Ja, in der Tat, so eine Gesprächspartnerin hatte ich. 4-mal die Woche fremd geht. Ich habe ausgerechnet, auf welche Zahl sie kommt. Sie hat sage und schreibe ungefähr
1450 Mal ihren Mann betrogen. Ich fasse es nicht. Wie kann eine Frau sich nur so gehen lassen? Besonders schlimm finde ich, dass zwei von ihren drei Kindern aus diesen F-Affären stammen und ihr Mann keine Ahnung hat. Wenn sie so sexsüchtig ist, hätte sie sich längst behandeln lassen müssen. Ich wünsche ihr, dass sie für all das, was sie angerichtet hat, schwer wird büßen müssen. Jan Maurice, 19 Jahre, aus Bamberg, schreibt: Hallo Domian, großes Lob an deine Sendung, gucke sie ziemlich oft. Und deshalb weiß ich, dass du politisch sehr interessiert bist. Was sagst du zu dem Auftritt von Berlusconi gestern im Europäischen Parlament? Ja, was soll man dazu sagen? Das war natürlich eine Katastrophe. Und überhaupt wurmt mich und ärgert mich schon seit sehr langer Zeit, dass die europäischen Regierungen, unsere Regierung eingeschlossen, diesen Mann mit Samthandschuhen anfasst. Halb so viel Protest, halb so viel Empörung wie damals bei Jörg Haider oder wegen Jörg Haider, das wäre schon nicht schlecht. Aber ich habe die Vermutung, dass die Herren Regierungschefs vor diesem Regierungschef Berlusconi doch Angst haben und Respekt haben. Jan, 29 Jahre, aus Rheine, schreibt: Hi Domian, ich habe ein Problem, über das ich nicht gerne am Telefon mit dir sprechen möchte. Vielleicht kannst du dieses Fax vorlesen in deiner Sendung und eine Antwort geben. Also, ich habe einen viel zu kleinen Penis. Er ist irrigiert, gerade mal 8 cm groß und zudem auch noch recht dünn. Ich schäme mich deshalb sehr und habe große Komplexe. Gerade gegenüber Frauen, versteht sich. Was kann ich tun? Was könnte mir helfen? Gibt es eine Pille, die das Wachstum des Penis nochmal antreiben kann? Oder könnte man sich vielleicht auch operieren lassen? Lieber Jan, es gibt natürlich keine Pille. Keine Pille, die das Wachstum nochmal nachträglich irgendwie aktiviert, des Penis. Und es gibt keine seriösen Methoden, den Penis operativ verlängern zu lassen. Also, so schlimm es auch ist und so problematisch es auch für dich ist, du wirst dich damit arrangieren müssen. Es gibt zurzeit keine medizinische Hilfe diesbezüglich. So, Ende unserer ersten kleinen Postecke. Und weiter geht's mit euch, mit den Anrufern, nämlich mit Marion. Und Marion ist 41 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Hallo, mein Betthopferl. Hey, das fängt ja gut an. Ja, und zwar gucke ich dich schon seit bestimmt 5-6 Jahren. Ja. Und du bist mein Gute-Nacht-Betthopferl. Natürlich hast du jetzt donnerstags die Zeit verschoben. Da musst du jetzt donnerstags ein bisschen früher. Jetzt muss ich früher von der Arbeit, dass ich dich sehe. Ja, was machst du vom Beruf? Ich bin Bordellbesitzerin. Du bist Bordellbesitzerin? Ja. Hey! Ja. Ich hatte noch nie eine Bordellbesitzerin. Warum nicht? Keiner sich getraut? Ich weiß es nicht. Ich meine es nicht böse, darf man Puffmutter sagen? Ja. Du bist ja Bordellbesitzerin. Ich bin die Mutter von sehr vielen netten jungen Mädchen oder auch älteren, ja, wo ich eine Stütze bin. Und ich bin auch, sag mal, stolz nicht, aber ich bin Puffmutter und ich stehe auch dazu. Ja, ich weiß ja, dass uns sehr viele Huren immer sehen im Fernsehen. Das kriege ich so mit, wenn ich unterwegs bin. Es gab vor kurzem eine sehr lustige Situation. Ich ging durch die Herbertstraße in Hamburg. Ja. Und da sitzen die Mädels ja in den Glaskästen. Ne? Und fast jedes zweite Mädel: Hi, Domian. Hi, ja. Das fand ich sehr spaßig. Ja. Also Puffmutter, wie bist du Puffmutter geworden? Ich bin also ganz einfach dazu gekommen. Ich habe einen Lebensgefährten kennengelernt, der hatte was mit Milieu zu tun. Ja. Und ich überhaupt nicht. Ich habe also normal Werbung gemacht, habe auch ganz normal solide gelebt. War das ein Zuhälter? Das kann man so nicht sagen. Ein Wirtschafter. Ein Wirtschafter, was immer das auch sein mag. Ein Wirtschafter ist einer, der ein Bordell betreut. Ach so. Und sieht das da als am Rechten ist. Also er hat nicht eigenständig Frauen gehabt, sondern er hat die Frauen betreut, die in diesen Häusern Apartments angemietet haben. Verstehe. Und auf jeden Fall, das lief nicht so gut und wir waren auch immer zeitlich sehr getrennt und irgendwann habe ich gesagt, ja, wir machen was zusammen, aber ich wollte eine Internetwohnung machen. Mhm. Und Internetwohnung? Ja, eine Internet, wo die Mädchen sich ausziehen. Ach so, verstehe, ja. Dann hätte ich weiter meine Arbeit mal mitgehen können, er hätte das betreut. Ja. Und Bekannte von ihm wollten einen Swingerclub machen. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn, wir hatten auf jeden Fall einen Mietvertrag unterschrieben für ein ganz großes Objekt und diese Teilhabe oder Freunde von ihm sind plötzlich abgesprungen. Mhm. Und dann hatten wir plötzlich diesen großen Mietvertrag. Und dann bist du eingesprungen? Und dann hat er gesagt, ja, eine Privatwohnung, mir sagte das überhaupt nichts. Mhm. Er hat mir das auch sehr nett verkauft, also man braucht da nur alle 2 Stunden mal gucken und nach der Kasse. Ja. Ja, und dann kam irgendwann die Eröffnung, ja, und dann habe ich gedacht, es kämen Züge an mir vorbei, die habe ich im Leben noch nicht gesehen. Mhm.
Was gab es? Züge. Züge. Wo ich noch nicht mal wusste, dass es so einen Bahnhof gibt, sagt man doch in Köln so. Ja. Das war dann ziemlich, sehr interessant und sehr... Also, so bist du rangekommen. Ich bin da rangekommen. Wie viele Frauen arbeiten jetzt bei dir? Elf Mädels. Ja. Du hast ja gerade schon so eine Andeutung gemacht. Was ist jetzt eigentlich so die Aufgabe einer Puffmutter? Werbung machen, ja, in einschlägigen Zeitungen, ja, einkaufen, dass alles im Haus ist, ja, so wie Cola, Wasser, Kondome, Kleenex, ja, dass das Haus sauber bleibt, dass man einfach Ordnung schafft, einen, ja, Arbeitsplan erstellen, ja, zusehen, dass wenn einer ausfällt, dass Ersatz kommt, ja, dass wenn Protest kommt, dass man denen psychisch zur Seite steht. Also die große Organisatorin, ja, aber auch die ein offenes Ohr für die Mädels hat, wenn, ja, irgendwas, muss man, wenn irgendwas nicht funktioniert. Ja. Hast du denn selbst irgendwann auch mal Erfahrungen als Hure gemacht? Nein, in der Form nicht. Überhaupt nicht. Nein. Das heißt, wenn die Mädels jetzt mit konkreten Fachfragen an dich herantreten... Doch, das ist ja Sex ist Sex. Sex ist, ja, ist Sex. Das, kann man das so sagen? Ja. Ich meine, wenn man dann professionell arbeitet, gibt es da vielleicht andere Probleme und Fragestellungen, die man so... Wenn man das mit den Gästen sind im Endeffekt, sind entweder nette Gäste, ja, oder weniger nette Gäste. Ja. Dadurch, dass unser, ich sage immer, Haus... Wir, mhm, haben auch keine Freier. Bei uns arbeiten also Mädels und, mhm, die Gäste sind Gäste und keine Freier. Und die Mädels arbeiten auch eigenverantwortlich? Das heißt, da ist kein Zuhälter, der denen die Kohle irgendwie abzieht noch? Im Moment habe ich keine im Haus, ja, also die jemanden hat. Aber dazu muss ich auch sagen, das geht mich persönlich gar nichts an, was vor der Tür passiert. Egal, ob die Drogen privat nehmen, ob die einen Zuhälter haben. Weil das ist, dann geht man psychisch kaputt. Ach so. Das heißt, ich stehe auf dem Standpunkt mittlerweile, dass wenn einer arbeiten möchte, ich annonciere, mhm, die kommen ja von sich aus zu mir, stellen sich vor, ja, dann gucke ich, ob die passt oder nicht, so vom Gefühl her. Mhm. Die muss ja auch ins Team passen. Mhm. Ne? Also du bist eigentlich nur, sage ich mal in dicken Anführungszeichen, nur eine Betreuerin der Huren. Das, ja, heißt, um all diese anderen Sachen, die wir jetzt gerade angesprochen haben, kümmerst du dich gar nicht. Doch, weil, sagen wir so, wenn die auf Zimmer Protest haben oder wenn die Ärger haben, dann gehe ich auch schon zu den Gästen und kläre das. Ist genauso, wie wenn die Privatprobleme, ja, haben. Ja. Dann egal, ob mit Familie, mit Freund. Aber sagen wir, was Zuhälterei anbetrifft. Ja, so meinte ich es, ja. Ne? Ja, ja. Weil das ist ein ganz heißes Eisen, weil da gibt es ungeschriebene Gesetze. Bekommst du denn pro Gast auch irgendwie eine, ja, Provision? Ja, die Hälfte. Die Hälfte sogar? Ja. Hey, das kommt ja eine das Menge... Das ist nicht viel. Nein, weil man muss ja auch so rechnen, die Mädchen haben ihr Geld in der Tasche. Mhm. Ich muss davon die Werbung zahlen, die natürlich sehr, sehr teuer ist. Mhm. Ich muss die Miete davon zahlen. Natürlich, du stellst ja auch die Räume zur Verfügung. Das, ja, muss man ja, die auch Steuern, so, ne? Mhm. Es ist nicht mehr so. Also wenn man das offiziell und anständig machen will, dann hat die, dann, ja, steht das Finanzamt auch vor der Tür. Ich verstehe, da kommt einiges zusammen. Aber wenn dann einige Mädels auch noch über einen Zuhälter laufen, sage ich mal so ganz locker, ja, dann bleibt denen ja wirklich nicht viel übrig. Ne? Also ich habe toi, toi, toi in der ganzen, ich mache das jetzt im vierten, also am 2. August wären das 4 Jahre, habe ich 3 Mädels drin gehabt mit Zuhälter. Ach so, ansonsten sind das freischaffende Künstlerinnen, ja, quasi. Die zwar auch einen Partner haben, auch verheiratet sind, aber das ist da nicht großartig... Probleme gibt und, ja, ich sage auch, selbst wenn ein Mädel, also die 3 Vorfälle, die da waren, die Männer, die kriegen auch von mir keine Auskunft, was die verdient hat, ja, wie lange die da war, das sind alles Sachen, ja, das sage ich denen aber auch selber, die dürfen, ja, einmal zu mir kommen, Männer, sich das anschauen und ab dann haben die Hausverbot. Bist du denn irgendwann auch schon mal in die Versuchung gekommen, dass du gedacht hast, naja, ich könnte es eigentlich auch mal machen? Das ist teilweise verlockend, ja, aber weil es man lacht, ja, aber das, ich war sehr lange alleine, mhm, und es kommen auch sehr attraktive Herren in das Haus. Mhm. Und ich habe schon da, also ich habe auch gute Angebote gemacht gekriegt, dass selbst die Mädchen gesagt haben, Mario, mach das doch. Mhm. Und dass ich gesagt habe, wie sollt ihr euch vorkommen, wenn ich mir jetzt die Rosinen rauspicke. Stimmt. Hab auch noch Freude. Stimmt. Hab 100%. Das gibt einen ganz bitteren Nachgeschmack. Gute Chefin, die dann Nein sagt. Und die, ja, die Chefin hat Nein gesagt. Und ich habe gesagt, nee, sagt, wie sollt ihr euch vorkommen? Und auf Shaving ist immer der Reiz da. Bist du denn im Moment in einer Beziehung? Ich bin jetzt mittlerweile sogar verheiratet. Du bist sogar verheiratet? Ja. Aber nicht mit dem du das ursprünglich... Nein, den habe ich... Und dein Mann, was macht der vom Beruf? Der ist ganz normaler Maschinenvorrichter. Ganz normaler Maschinenvorrichter? Ganz normaler... Und der hat auch keine Schwierigkeiten damit? Jetzt vertraut er mir. Also am Anfang
war ja da auch, wir haben uns anders kennengelernt, da habe ich noch Propaganda gemacht, das ist ganz lange her. Und da musste ich dem ja erstmal wieder verkaufen, so jetzt gibt es nicht mehr die Marion an der Rolltreppe mit irgendwelchen Proben, sondern jetzt gibt es die Marion, die einen Puff hat. Ne? Mhm, ja. Das war nicht so einfach. Sag mal, Maja, wie ist das denn überhaupt so im Verwandtenkreis, Tante Totchen und die Oma? Oder? Da habe ich von Anfang an gesagt, also ich stehe dazu, weil ich finde es moralisch nicht vertretbar für mich persönlich, wenn Frauen für mich arbeiten, was ich nur mal so sehe, und die geben mir einen gewissen Lebensstandard, dann kann ich sie nicht in meiner Privatzeit verleugnen. Mhm. Und die Menschen, guter Standpunkt, ja. Die, das heißt, es wissen alle Leute um dich herum, wissen das und das. Wissen das, und ich habe das auch gesagt, und ich habe, klar, ich habe am Anfang totale Probleme gehabt und habe gedacht, wie reagieren die? Weil eine Freundin ist zum Beispiel Doktor der Chemie, der andere hat eine Fabrik, und ich hatte ja ein ganz normales soziales Umfeld. Ja, ja. Und die haben alle super reagiert. Bis auf eine einzige, mit der war ich sogar im Urlaub, und die hat mich sogar auf den Geburtstag ausgeladen und hat gesagt, das könnte sie ihr Na gut, dann kannst, nicht mehr zumuten. Dann kannst du die auch vergessen. Genau, dann habe ich auch gesagt, gut, du kannst ja Moral erlauben, kann ich mir nicht erlauben. Ne? Also, das fand ich jetzt sehr interessant. Das war die erste Puffmutter nach 8 Jahren Domian in deiner Show. Das, und auch noch dein Betthupfel. Und dein und mein Bett. Und ich habe dich schon mal am Fahrrad gesehen in Köln. Ist das, rufst du aus Köln an? Nein, also jetzt Bergisch Gladbach. Aus Bergisch Gladbach. Ah ja, also besser kann es gar nicht mehr kommen. Und auch noch auf dem Fahrrad gesehen. Ja, und was ich noch ganz ärgerlich finde, du solltest dir mal überlegen, ob du nicht doch, obwohl du andere Neigungen hast, nicht doch ein Kind in die Welt setzt. Ein Kind in die Welt setzen. Weil es wäre eine Schande, wenn du keinen Nachfolger hättest. Gut, das geht heutzutage, Ich werde drüber nachdenken, Marion. Es wäre eine Schande. Also, du versprichst mir, dass du die Mädels herzlich grüßt von mir. Ja. Und wenn du mich irgendwann nochmal auf dem Fahrrad sehen solltest, dann sprich mich bitte an. Ja, mach ich. Alles Gute. Ich dir auch alles Gute. Dankeschön, ciao. Tschüss. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer, und die Faxnummer 0800 220 5051, und die E-Mail-Adresse lautet domian@wdr.de. Sollten Sie zufällig jetzt gerade rumgezappt sein und in diese Sendung zum allerersten Mal hineingekommen sein, das hier ist eine Telefon-Talkshow, eine Live-Telefon-Talkshow vom Westdeutschen Rundfunk aus Köln, und wenn wir duzen uns hier, und wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema, über Sex, über Politik, was euch gerade auf den Nägeln brennt, dann ruft ganz einfach an unter der Telefonnummer. Das ist eine freie Telefonnummer. Ja, und dann geht's zur Sache. Und wenn ihr mailt oder faxt, bitte nicht vergessen, die Telefonnummer draufzuschreiben, damit wir dann wiederum schnell zurückrufen können. So, Maria, 46 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hi Domian. Hallo Maria. Was ist ich dein Thema? Ich höre dich nur ganz leise. Das wird schon jetzt besser werden. Okay. Um was geht es bei dir? Ja, ich wollte dir gerne etwas über brutale Nonnen erzählen. Brutale Männer? Brutale Nonnen. Memmen? Nonnen, also Ordensschwestern. Ach, Nonnen, Entschuldigung, das habe ich jetzt nicht verstanden. Brutale Nonnen? Ja, das hätte noch in deine Sendung gepasst, brutale Frauen, da wollte ich anrufen, aber das klappte dann nicht so. Mhm. Das ist ja ein sehr ungewöhnliches Thema, brutale Nonnen. Inwiefern bist du mit diesem Thema in Verbindung? Ich bin in den 60ern von Nonnen großgezogen worden. Mhm. Und zwar aufgrund einer Behinderung. Da gab es nur die Möglichkeit, dann halt in einem Heim groß zu werden. Ja. Und ja, dadurch bin ich halt in den Kontakt zu Nonnen gekommen. Also in einem Heim, das von Nonnen betreut wurde. Wurde von Nonnen betreut. Was war das für eine Behinderung? Ich sitze im Rollstuhl und ich hatte Kinderlähmung. Ah ja. Mhm. Ja. In dem Heim waren halt mehrere Kinder mit vielen verschiedenen Behinderungen. Ja. Und ja, da traf man auf Nonnen. Wie lange warst du in diesem Heim, das von Nonnen geleitet wurde? Ich war circa 16 Jahre da. 16 Jahre? Ja. So lange? Ja, mit 2 Jahren bin ich hingekommen und bis zum Ende der Schulzeit halt. Und sagst du Brutalität von Nonnen? Ja. Das heißt, die Nonnen haben mit dir schlimme Sachen gemacht? Ja, die haben uns geschlagen. Die haben uns nicht nur geschlagen mit Händen, wie man es vielleicht kennt. Die haben uns mit Kleiderbügel geschlagen, mit Lederriemen, was halt einfach greifbar war. In welchem Alter bist du in dieses Institut da gekommen? In diese, mit 2. Mit 2 Jahren. Und dann bist du deinem 14. Lebensjahr. Mhm, genau. Noch länger, was sage ich? Ja, bist du im 18. 16, 17, ich weiß nicht mehr genau, aber das ist jetzt auch nicht ganz so wichtig. An diese Brutalität erinnerst du dich von frühester Kindheit an? Bist du quasi damit aufgewachsen? Ich bin damit aufgewachsen und habe halt auch durch diese Brutalität Probleme mit Nähe. Weil es ist schwer, wenn jemand dir zu nahe kommt. Du hast ja Angst. Tut dir was Gutes oder was Schlechtes? Das weißt du ja vorher nicht. Ja, ne? Vor allen Dingen, wenn man so lange und quasi die ganze Kindheit über in dieser Richtung geprägt worden ist, ist es natürlich klar.
War es nur eine Nonne oder waren es wirklich sehr viele, die so gehandelt haben? Es waren in meinem Fall eine Nonne, die für meine Gruppe zuständig war. Mhm. Es gab mehrere Gruppen, aber bei denen war das auch gang und gäbe. Magst du noch ein paar konkretere Beispiele nennen, was sie, diese Nonne jetzt in deinem Fall mit dir gemacht hat? An die schlimmsten Sachen, an die du dich so erinnern kannst heute? Ja, also das Allerschlimmste war für mich, ich bin halt, wir hatten dort auch einen großen Garten, wir konnten ganz normal spielen. Mhm. Und ich bin halt auch immer auf Bäume geklettert. Trotz Behinderung habe ich das gemacht, bin dann runtergefallen, bin dann auf so einen Kiesplatz, das war alles so Kiessteine auf dem Boden, da bin ich runtergefallen, ja. Hatte dann diese kleinen Kiessteine im Knie. Mhm. Und dann haben die Nonnen halt mir den Rollstuhl weggenommen, damit ich nicht mehr mich fortbewegen konnte. Mhm. Haben mir auf diesem Knie, was voller kleiner Steinchen war, einen Verband ganz fest drauf gewickelt, damit sich die Steine noch weiter ins Knie drücken. Und das tat natürlich völlig weh, ne? Mhm. Oder die haben halt auch, ja, wenn wir uns abends im Zimmer noch unterhalten haben, dann kamen die halt rein und hat dann quer durch, das war ein Sechserzimmer, mhm. quer durch jedes Kind dann halt mit einem Kleiderbügel geschlagen. Mhm. Ne? Wohin haben die Nonnen geschlagen mit dem Kleiderbügel? Was sie treffen konnten. Mhm. Ins Gesicht, auf dem Po, auf die Beine, überall einfach. Ne? Weil die hat nicht hingeguckt, Hauptsache schlagen. Ne? Mhm. Wie oft kam es zu solchen Gewaltübergriffen? Jeden Tag? Ja, jeden Tag. Also nicht jetzt unbedingt bei mir, aber jeden Tag halt, dass die Gewalt ausübte einem Kind gegenüber. Ne? Mhm. Gab es auch Verletzungen, schwerwiegendere Verletzungen bei dir? Ja, blaue Flecken, auch schon mal richtig dicke Blutergüsse. Mhm. Also das war schon heftig. Mhm. Oder einmal hatte ich sogar ein Loch im Kopf. Also da hatte die Nonne mich so geschubst, aber richtig heftig. Da bin ich mit dem Kopf gegen die Wand halt gegengefallen und da hatte ich halt ein Loch im Kopf. Ne? Musste ins Krankenhaus und dann sagte die Nonne halt, ich wäre halt hingefallen. Mhm. Ja. Ich wollte dich jetzt fragen, Stichwort Krankenhaus, hast du irgendjemandem das dann mal erzählt, was da los ist? Das ist so eine ganz schwierige Sache. Erstmal, weil alle Kinder betroffen waren. Mhm. Dann war das so, dass ich kein Elternhaus hatte in dem Sinn, wo ich das hätte erzählen können, weil es dort auch Gewalt gab. Ach so. Mhm. Und ja gut, als ich aus dem Heim rauskam, habe ich dann halt noch eine weiterführende Schule gemacht. Da habe ich halt meine Gedanken auf die Dinge gerichtet, die gerade aktuell waren. Das heißt also, während dieser langen Zeit, wo du in der Obhut, in Anführungszeichen, dieser Nonnen warst, hast du es niemandem gesagt? Nein, habe ich nicht. Und es gab auch niemanden innerhalb dieser Anstalt, der vielleicht eine oder die eine Vertrauensperson war und die das irgendwie registriert hat oder an die man sich hätte wenden können? Gar nichts? Doch, da gab es eine Frau, die uns auch zum Beispiel Zuneigung geben wollte, was für die Nonnen auch ein Fremdwort war. Ja. Und diese Frau wurde entlassen. Mhm. Da hatten wir also keinen Ansprechpartner mehr. Ne? Das klingt jetzt wirklich so wie in einem Spielfilm. Ja. Es gibt ja so Filme, wo so etwas auch dann gezeigt wird. Ja. Und ich habe jetzt da gerade eine Assoziation zu diesen Filmen. Ich weiß jetzt nicht, ob das bei dir auch zutrifft, aber ich frage dich, gab es außer dieser Gewalt auch sexuelle Übergriffe von Seiten der Nonnen? Die gab es auch. Mhm. Die gab es auch? Ja. Was haben die gemacht? Da möchte ich gar nicht drüber reden, weil ich merke gerade, dass ich ins Loch falle dann. Dass ich mein Kreislauf baut ab. Mhm. Das kann ich nicht. Und ich würde lieber bei dem Thema Brutalität, also schlagen zu bleiben. Aber allein die Tatsache, dass du es jetzt angedeutet hast, zeigt mir, was für ein Drama da passiert ist. Mhm. Und bis zum Schluss, als du ja schon fast eine erwachsene junge Frau warst. Ich möchte das nicht vertiefen und respektiere, wenn du das nicht besprechen möchtest. Ja, es ist, weil ich auch alleine hier bin und es wäre keiner da, das mit auffangen könnte. Nein, das wollen wir dann auch nicht machen. Das ist schwierig. Gab es denn, du bist jetzt, was habe ich gesagt, 46 Jahre alt, gab es hinterher, als du erwachsen warst und dir das klar wurde, was diese Frauen an dir und mit euch angerichtet haben, die Überlegung, eine Anzeige zu starten? Es kam sehr, sehr spät erst in meine Erinnerung, weil ich denke, das ist so ein Selbstschutz, dass du das alles vergisst. Ja, das glaube ich auch. Kannst du gar nicht leben. Ja. Ich habe auch geheiratet, habe zwei Kinder bekommen. Ja. Und dieses Thema ist für mich erst vor circa 8 Jahren hochgekommen. Da musste ich in ein Krankenhaus, Heimsituation. Hm. Mehrere Zimmer mit mehreren Leuten, Nachtwache, Türe geht auf, dann steht die Nachtwache da und auf einmal liege ich schweißgebadet im Bett und schreie, weil ich denke, da steht die Nonne. Hm.
Aber es war vor 8 Jahren, also da ist es hochgekommen durch diese... Also erst vor 8 Jahren? Ja. Hast du denn dann danach etwas unternommen? Für mich selber habe ich versucht, Therapien zu machen. Ja. Aber strafrechtlich bist du nicht aktiv geworden? Nein. Erstmal, weil ich auch weiß, dass es diese Nonnen nicht mehr gibt. Die leben nicht mehr. Bist du sicher, dass alle verstorben sind? Die Nonnen, die damals dort also diese Gewalt ausübten, die leben nicht mehr. Das weiß ich 100%. Das weißt du 100%? Ja, sicher? Weil dieses Heim gibt es auch nicht mehr. Ach so. Ja gut, dann würde sich das ja auch erübrigen. Ja, ja. Aber interessant wäre ja vielleicht für dich auch oder vielleicht auch hilfreich für dich, wenn du einen Kontakt finden würdest zu anderen Kindern, die damals anderen Mädels, die auch dort in dem Heim waren, oder? Ja, also ich habe durch Zufall vor 3 Jahren einen Mitschüler wieder, also Kontakt wieder zu bekommen und der hat mir einiges bestätigt, was für mich als Lüge da stand. Man steht ja da und denkt, das hast du dir nur ausgedacht, das stimmt ja gar nicht. Mhm. Und mit diesem Mitschüler habe ich darüber gesprochen und dem ist das halt auch passiert. Also dann gab es auch Jungs? Ja, wir Mädchen haben gedacht, das passiert nur uns. Mhm. Die Jungs haben Glück, das sind Jungs, die können froh sein, aber genau denen ist das auch passiert. Das ist ja ganz, ganz, ganz schlimm, was du erzählst. Das heißt, wenn man sich das vielleicht, wenn man sich das vor Augen hält, kann es sein, dass Aktionen von Kindern durchgegangen sind durch diese Anstalt, mit denen diese Frauen das gemacht haben. Ja. Und keine wurde zur Rechenschaft gezogen. Alles ist vertuscht, verdeckt worden und heute ist niemand mehr da, den man anklagen könnte. Ja, so ist es. Wie schrecklich, wie schrecklich. Ja, also, schlimm ist einfach auch, dass ich also durch diese ganze Sache Beziehungsprobleme habe. Ich kann kaum Freundschaften halten, weil wenn die dann zu nahe kommen, was freundschaftliche Nähe auch ist, da habe ich Angst vor, ne? Selbst da habe ich Angst vor. Bist du denn im Moment auch noch in einer psychotherapeutischen Behandlung? Leider zahlt die Kasse im Moment nicht mehr, weil das einfach für die schon zu lange war. Mhm. Aber ich denke, in so einem Fall... Ich denke, dass die Kassen gerade in einem solchen Fall eine Ausnahme machen müssten, weil eine so gravierende Schädigung, die du davongetragen hast, ist wahrscheinlich nicht in üblichen Behandlungskriterien zu bemessen, dass man sagt, das ist dann nach so und so vielen Therapien erledigt. Ja, das sagt man so. Also ich habe mit denen telefoniert, ich habe Schriftverkehr gehabt mit denen, bin sogar mit manchen Dingen ins Detail gegangen, damit die verstehen, wovon ich rede, was ich überhaupt will. Ja. Gesetz ist Gesetz. Man bekommt eine Langzeittherapie von 75 Stunden, dann musst du 2 Jahre aussetzen mit der Therapie und dann darfst du eine neue beantragen. Ich kenne das. Ich möchte doch nochmal auf die Idee zurückkommen, die ich gerade selbst formuliert habe, Maria. Kontaktsuche zu anderen Betroffenen. Ja. Vielleicht sogar selbst eine Selbsthilfegruppe gründen. Vielleicht gemeinsam irgendwie versuchen, das aufzuarbeiten, was da passiert ist. Wäre das nicht eine Idee? Also schwierig wird es mit den Betroffenen von damals, weil wir kamen ja aus alle Herren Länder, aus ganz Deutschland. Na gut, aber diese Sendung sieht man in ganz Deutschland. Hm. Ja gut, also ich habe schon mal eine Anzeige geschaltet, aber da hat sich keiner drauf gemeldet. Ja. Diese Anstalt, dieses Heim gibt es nicht mehr. Nein, das gibt es nicht. Wie hieß das denn? Das möchte ich jetzt nicht sagen. Möchtest du nicht sagen, aber ich glaube, dass die Leute, die in diesem Heim waren und das und Ähnliches vielleicht mitgemacht haben, sich jetzt auch erkannt haben in dem, was du erzählt hast. Ja. Ich kann dir einfach mal ein Angebot machen. Sollten sich bei uns Menschen melden, die auch in dieser Anstalt, du kannst ja vielleicht mal sagen, in welchem Bundesland das war. In Nordrhein-Westfalen. In Nordrhein-Westfalen, ja. Gut, da gibt es natürlich viele oder gab es viele, ne? Gut, dann könnten wir ja vielleicht, wenn du das möchtest, einen Kontakt herstellen oder wir überlassen es dir, ob du das gerne möchtest. Ich biete es nur an. Also ja, ich finde es eine tolle Idee. Ich überlege jetzt gerade auch, ob ich nicht einfach das Heim nenne. Ich brauche ja den Ort nicht nennen, weil wer diesen Namen hört, der weiß... Das Heim gibt es nicht mehr. Die Betroffenen sind nicht mehr im Leben. Ich finde, dass man das schon nennen darf dann. Ja. Ja, okay. Das war Stiftung Dr. Dormagen. Mhm. Gut. Also, wenn sich da Menschen angesprochen fühlen, sind wir gerne behilflich, euch zueinander zu führen und in dem ganz kleinen Maße, was wir tun können, euch vielleicht eine Hilfestellung leisten. Ja, okay. Und wenn du möchtest, Maria, kannst du gerne mit meinem Psychologen auch noch ein paar Worte reden. Mhm. Oder auch ein paar mehr Worte jetzt. Ja. Gut. Dann legst du bitte auf und der Johannes ruft dich an. Und ich wünsche dir von Herzen alles Gute und vielleicht können wir ja wirklich ein bisschen behilflich sein. Ja, okay. Auf Wiederhören, Maria. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So, Freunde und Freundinnen, hier ist Daniel. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo, Daniel.
Ja, schönen guten Morgen, Domian. Du bist nicht 17 Jahre alt, sondern 19 Jahre alt. Ja, richtig. Ja, ich dachte mich jetzt, du wärst der andere Daniel. Nein, nein, nein. Du machst bitte den Fernseher ganz leise, sonst können wir nicht gut reden. Ja, das habe ich gerade mitbekommen. Ja, also Daniel, 19 Jahre, um was geht's? Ja, ich bin mit meiner Freundin auf der Flucht. Mhm. Auf der Flucht? Ich bin jetzt mit meiner Freundin seit Tagen auf der Flucht. Altes Fernsehen habe ich wieder lauter gemacht. Entschuldigung. Ja, jetzt ist es ganz unangenehm. Ja, mhm. Jetzt geht's wieder, ne? Ja, bitte. Aha. So, es ist nämlich so, die Eltern, die sind Tunesier, was meine Freundin natürlich auch ist. Ja. Und wie gesagt, da die ist da 17 Jahre alt, wie sie gerade schon angesprochen haben. Nee, und das habe ich nicht, das weiß ich nicht. Ich habe gedacht, du bist 17. Also du bist 19 Jahre alt und deine Freundin ist 17 Jahre alt. Ja, richtig. Ja. Mhm. So, und die ist noch, die geht noch zur Schule, ich nicht mehr. Mhm. Und ich kenne die schon seit 3 Jahren. Mhm. Und ein Jahr sind wir jetzt schon so mittlerweile so zusammen und sehen und wir treffen uns mal, aber nur immer heimlich. Ja. Ohne dass man irgendwas oder sonst irgendwie was mal, wenn es Höchstfall ist, eine Stunde und dann war es das schon. Ne? Warum heimlich? Ja, weil die Eltern das nicht wollen. Warum wollen die das nicht? Ja, weil sie ist eigentlich schon vergeben. Mhm. Aus Tunesien ist ein Junge. Mhm. Und den sie ja gar nicht kennt. Mhm. Und die sind wohl ein Jahr einmal in Tunesien. Ja. Für, ich weiß, 3 Wochen bis 4, ein bisschen Monat, sage ich mal. Ja. Bei ihrer Oma, bei ihren anderen Familien. Ja, ich verstehe. Aber ich kenne die Problematik dieser Zwangsehen, was ein übles Thema ist. Und mir die entsprechenden jungen Leute, Mädels, sehr leid tun, die davon betroffen sind. Wahrscheinlich ist die Familie auch nicht sehr begeistert, dass das Mädel mit einem Deutschen zusammen ist. Überhaupt, also ich weiß nicht, ich kann mir das gar nicht so vorstellen. Ich bin wirklich ein guter Junge, ich gehe arbeiten, alles momentan kann ich nicht arbeiten gehen. Ja. Weil so, ich bin jetzt sagst du gerade, du bist mit der Freundin auf der Flucht. Auf der Flucht, wie lange schon? 3 Tage. 3 Tage? Ja. Auf der Flucht, weil die Eltern irgendetwas rausbekommen haben? Ja, die Eltern standen auch schon mit Brüdern und Cousins und alles, also sehr viele Leute vor die Haustür von meinen Eltern. Ja, du hast noch bei deinen Eltern gewohnt. Ja, mhm. Ne, haben gedroht und ich sollte das Mädchen rausrücken und alles, ne, und und wie gesagt, das ist ein Wahnsinn, Hölle auf Hölle, ne. Meine Mutter hat gesagt, dass ich nicht da bin, und es ging halt eben nicht und dann bin ich halt eben weg zu meiner Schwester nach Köln und ja, du musst jetzt nicht sagen, wo du bist im Moment, ne? Das, Ach so, ja. Aber wo ich in Köln bin, ne? Mhm. Und wie gesagt, das kann auch nicht lange, ich war auch die erste Nacht erstmal in ein Hotel gewesen, so, und wusste nicht mehr ein und aus, gut, ich habe ein Auto, bin direkt weg, sie wollte das, ne? Und meine Eltern hatten mir heute Morgen angerufen, dass auch die Polizei schon da gewesen war, und dass sie gesagt haben, dass die Nadja minderjährig wäre, und dass ich, dass die Eltern da was ganz anderes erzählt haben, dass ich sie entführt habe. Ach so. Und dass ich auch einen Strafver vergangen habe, jetzt bei der Polizei, dass ich auch gesucht wäre. Wie dramatisch. So. Ja, wirklich. Sie ist, wir sagen nochmal, sie ist 17 Jahre alt. Ja. Da gelten natürlich andere Gesetze, als wenn sie jetzt unter 16 noch wäre. Mhm. Aber ist es jetzt eine schlimme falsche Beschuldigung, dass die Eltern sagen, du hast sie entführt? Ja, genau. Mhm. Das heißt, ihr seid wirklich in einer ganz dramatisch schwierigen Situation im Moment. Ja, deswegen, ich weiß nicht ein und aus, was ich machen soll. Meine Eltern, die haben selber Angst, die werden bedroht und alles. Ne? Auch Streifenwagen fährt an der Straße. Ich sag mal, nachts 4-5 Mal vorbei, die können auch nachts nicht schlafen. Die werden da rausgeklingelt. Ja, dass die Eltern deiner Freundin gesagt haben, du hättest sie entführt, das weißt du wiederum telefonisch von deinen Eltern. Ja, richtig. Ja. Weil meine Eltern haben mich da auch angerufen. Mhm. Ne? Und wie gesagt, dann, die ist ja auch schwanger. Ach, sie ist meine Freundin, die ist schwanger. Dadurch hat das ja den größten Theater überhaupt gemacht durch meine Freundin. Das heißt, die Eltern wissen auch, dass sie schwanger ist. Also die haben eine Vermutung. Ja, eine Vermutung, sie sitzt gerade, aber die möchte nicht sagen. Was gedenkst du jetzt weiterzumachen? Tja, was soll ich weitermachen? Ich bin jetzt zurzeit noch bei meiner Schwester. Mhm. Ich würde mich da bestimmt erstmal morgen, würde ich nach Hause fahren und bei der Polizei melden. Mhm. Klingelt es da auch, ja. Und ja, würde mich da erstmal melden. Ja. Aber ich komme brauche ich ja nicht zu sagen, wo ich herkomme. Nein, auf keinen Fall. Was sagen denn deine Eltern? Was ist deren Meinung, wie du dich weiter verhalten sollst, wie die ganze Sache zu lösen ist?
Ja, wie gesagt, ich komme ja klar mit meiner Freundin, sehr gut und alles. Ne? Sie lieben die auch abgöttlich wie ihr eigenes Kind. Ne? Mhm. So, und das ist auch schon mal ein großer Vorteil, dass meine Eltern sehr auf meine Seite stehen. Ja. Und, ja, aber dennoch müssen deine Eltern ja diese Situation auch als äußerst bedrückend empfinden. Auf jeden Fall. Was raten deine Eltern dir, was du tun sollst? Du kannst jetzt nicht die nächsten Wochen auf der Flucht sein mit deiner Freundin. Ja, ja. Nee, ich soll mich da auf jeden Fall morgen bei der Polizei melden, mit meiner Freundin. Mhm. So, die soll dann ein Geständnis abgeben. Mhm. Ne? Ein Geständnis? Inwiefern? Ja, weil ich sie eigentlich entführt habe, ja, sagen die Eltern. Ja, aber das hast du ja nicht getan. Nein. Du sagst es kein Geständnis, sondern du hast eine Klärung. Eine Klärung. Ja. Mhm. Ich habe das jetzt falsch formuliert, sag ich mal. Mhm. So, und da fahre ich morgen auf jeden Fall als erstes hin, weil das ist, glaube ich, mit das Wichtigste. Absolut, ja. So, dass die Leute da auch rauskriegen, dass ich hier nicht jemanden irgendwie bedrücke oder mitnehme oder sonst irgendwie was. Das finde ich auch. Aber das andere Problem bleibt ja bestehen, dass die Eltern definitiv nicht wollen, dass ihr Mädchen mit dir zusammen ist. Ja, das Problem ist ja da. Und je fanatischer das auf der anderen Seite ist, desto schwieriger ist es da ja mit vernünftigem Verhalten gegenzuhalten. Naja. Ich will dir sagen, aufgrund schon sehr vieler Gespräche diesbezüglich bin ich sehr ratlos. Ja. Bin ich sehr ratlos. Und ich habe Extremfälle schon gehört, wo die Leute wirklich abgehauen sind, um ihre Liebe zu leben und sich ganz losgelöst haben von der Familie. Dazu möchte ich dich jetzt aufgrund des kurzen Gesprächs, kann ich dir keinen Rat geben, möchte ich dir nicht raten. Aber ich weiß, wie kompliziert es ist und es gibt keinen schlauen Ratschlag jetzt in der Situation. Ich finde es fürchterlich und ich leide mit dir mit und mit deiner Freundin mit, auch mit deiner Familie. Ich finde es unglaublich, dass mitten in Deutschland solche Dinge passieren. Ja. Aber sie passieren nun mal. Ja, ist so. Ich möchte dennoch... Dass wir beratend dir zur Seite stehen. Das geht natürlich nicht hier im Sender und in aller Öffentlichkeit. Wir werden das Gespräch jetzt hier beenden. Denn um alles, was es jetzt geht, das sollte unter zwei Ohren passieren, damit das nicht Leute erfahren, die das nicht erfahren sollen. Wir können dich ja anrufen, das werden wir sofort tun, nachdem dieses Gespräch hier beendet ist. Dennoch würde ich dich gerne noch mal fragen, jetzt zum Schluss, wie weit wärst du denn bereit, Opfer zu bringen für diese Liebe und für deine Freundin? Und immerhin ist die Freundin schwanger. Abhauen. Du wärst bereit dazu? Ja, ich würde irgendwo in eine andere Ortschaft, irgendwo Arbeit finden erstmal. Ne? Weil wie gesagt, ich bin ja, ich kann ja arbeiten und alles. Ich habe ja momentan auch Arbeit und alles. Ne? Und dann, wie gesagt... Also Daniel, ich will dir sagen, das ist zwar eine sehr unkonventionelle Lösung, aber letztendlich glaube ich auch, dass das unter Umständen die einzige Lösung ist, die euch übrig bleibt. So schlimm das ist und so traurig das ist, ich unterstreiche das nochmal. Sie hat auch eine große Verwandtschaft und alles und die standen ja alle schon vor die Tür und alles. Ja. Und es sind ja auch zwei Flugtickets. Ne? Die hat ja noch Schule und die fahren ja immer in die Ferien im Urlaub nach ihren Eltern. Und allein das mit dem Arzt, aufgrund dazu meine Freundin Angst bekommen hat und alles, ne? Weil die Mutter gesagt hat, ach guck mal, du hast ja zugenommen, deswegen hast du einen Freund und dies und das und jenes. Ne? Na, ich glaube, letzte Woche war das gewesen, da war die mal für 4-5 Stunden die Nacht bei mir gewesen. Ja. Und das hat wohl anscheinend zum Theater da gegeben. Da hat die auch gemerkt, die war auch drin und alles, ne? Und wie gesagt, wir hatten auch viel telefoniert und alles, ne? Die hat ja immer das Handy ausgemacht. Ja. Und wie gesagt, da, ne? Und für euch? Die Flugtickets, das ist jetzt ausschließende, sage ich mal. Ja. Die fahren sonst immer in die Ferienzeit und jetzt haben die hat die Mutter zwei Tickets für sie, für meine Freundin und für die Mutter, dass sie jetzt nach Tunesien fahren. Das wäre jetzt, heute wäre das passiert. Und sie hat gesagt, wenn ich da mitgeflogen wäre, hättest du mich nie mehr gesehen. Wie schlimm. Weil sie ist ja schon versprochen. Wie erschütternd schlimm sollte das. Ja. Wie erschütternd schlimm. Dann ist deine Freundin ist aber auch so entschieden innerlich, dass sie sagt, okay, ich würde mit meinem Freund Daniel irgendwo ein ganz neues Leben anfangen. Ja. Ja. Und ihr seid auch entschieden, dass ihr das Kind haben wollt. Ja, auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Ne? Wie gesagt, es war kein gewolltes Kind, sage ich mal. Mhm. Es ist halt eben passiert, wir sind sehr, sehr jung, beide. Ja. Wir haben noch eine lange Zukunft vor uns. Ja. Sollte eigentlich nicht passieren, ist aber leider so und ich bin nicht dafür, dass man ein Kind abtreibt. Ja. So, Daniel. Ich drücke euch wirklich alle Daumen der Welt und wünsche dir, das ist jetzt eine sehr schwierige Lage, in der du bist,
dass ihr das schafft und dass ihr da auch heil rauskommt aus der Situation. Ja. Ich möchte nochmal unterstreichen, wie schlimm ich das finde, dass überhaupt junge Leute in die Lage kommen. Gut, dass deine Eltern zu dir stehen. Und wir werden dich jetzt gleich nochmal anrufen, wenn das Gespräch hier auf dem Sender beendet ist. Und von meiner Seite aus auch ganz liebe und gute Grüße an deine Freundin. Alles klar, danke. Du. Auf Wiederhören, Daniel. Jo, tschüss. So, meine Lieben, wir haben 0 Uhr 43. Das ist eigentlich eine ganz schöne Zeit für eine zweite kleine Postecke, die ich euch hier vorlesen möchte. Ich habe Post bekommen. Das war ein Fax von Miriam. Miriam ist 26 Jahre alt, aus Salzburg, aus dem schönen Österreich. Und die schreibt: Hallo Domian, zum Thema weibliche Selbstbefriedigung. Ich möchte dir etwas mitteilen, was für mich absolut sensationell ist. Durch deine Sendung, deine Äußerungen und die deiner Anruferin habe ich mich vor einigen Wochen im Alter von 26 Jahren zum ersten Mal in meinem Leben getraut, mich selbst zu befriedigen. Und es hat geklappt. Seitdem habe ich ein neues Hobby. Aber im Ernst, danke, dass in deiner Sendung so offen und so seriös über solche Themen gesprochen wird. Schon jetzt bin ich dabei, zu meinem Körper und meiner Sexualität ein viel besseres Verhältnis zu bekommen. Dank euch. Dann eine sehr charmante Mail von Arno, Alter und Wohnort unbekannt, der schreibt: Hallo Domian, warum erwähnst du bei deinen Hinweisen auf deine Donnerstagsshow immer diese Sendung Kanzlerbungalow? Wir wissen doch alle, dass du eine neoliberale rote Socke bist, die gerne mal mit dem Kanzler tuchteln würde. Das brauchst du also nicht ständig unterschwellig signalisieren. Ja, das hat mir Arno geschrieben. Und Anke, 24, aus Köln, schreibt: Hi Domian, coole Sendung, cooles neues Studio donnerstags und cool wäre es, wenn du ein paar Fragen beantworten würdest. Mach ich gerne. Erste Frage: Was weißt du eigentlich über deine Anrufer, bevor sie dir ins Studio gestellt werden? Ich weiß über die Anrufer wirklich überhaupt gar nichts. Ich sehe hier auf meinem Monitor nur das Alter und den Namen der Leute und sonst überhaupt gar nichts. Zweite Frage: Mit wem würdest du gerne mal talken? Das ist eine schöne Frage, eine gute Frage. Ich würde aktuell sehr gerne mit Michel Friedman talken. Und grundsätzlich würde ich gerne mit dem englischen Wissenschaftler Stephen Hawking mich unterhalten. Dritte Frage: Würdest du dich einer Schönheitsoperation unterziehen? Also, wenn mich richtig etwas an mir stören würde, würde ich das absolut machen und hätte damit überhaupt gar keine Probleme. Ja, und jetzt kommt eine ganz wunderbare Frage. Vierte Frage: Hattest du schon mal mit einem Prominenten Sex? Hattest du schon mal mit einem Prominenten Sex? Nicht nur mit einem. Nicht nur mit einem. Es war so eine Gruppensex-Geschichte. Kann man ja hier offen drüber reden. Ist ja jetzt schon nach 12. Also, das waren drei Leute. Das war Jürgen Domian. Das war Stefan Raab. Und es war Brigitte Lemle. Und es war wunderbar. Also ich denke sehr gerne daran zurück. Ende der zweiten kleinen Postecke. Und jetzt geht es weiter mit Michael. Und Michael ist 28 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Jo, hallo Domian. Hallo Michael. Ja, es mag zwar jetzt ein bisschen lächerlich wirken, was mein Problem ist. Aber mein Problem ist, dass ich seit meiner späten Kindheit Luftballonangst habe. Also vor ganz normalen Luftballons, das macht sich also halt auch... Also ich habe ja schon gehört, dass es Luftballon-Fetischisten gibt. Ja, davon habe ich auch schon mal gehört. Und ich war auch schon mal im Internet, ich wollte recherchieren, ob es noch andere Leute gibt, die Luftballons haben. Du hast Angst vor Luftballons? Angst vor Luftballons, mir läuft da echt der... Also es läuft mir kalt den Rücken runter. Also das heißt, also ich als Sadist könnte dich in Angst und Schrecken versetzen, wenn ja. du in meiner Wohnung wärst und ich würde mal ins Nebenzimmer gehen, meine 10, 20 Luftballons, die immer so in der Decke kleben, holen. Ja, und da kannst du mich echt mitjagen. Und zu dir unter die Nase halten. Da kannst du mich echt mitjagen. Das ist, und das haben auch Leute schon getan. Also klingt erstmal ein bisschen witzig, aber ist wahrscheinlich gar nicht so witzig. Ist es gar nicht. Also zum Beispiel eine ganz normale Situation, ich fahre U-Bahn und da kommen dann vielleicht Kinder mit Eltern rein und die haben Luftballons. Mhm. Und schon dann bekomme ich Panik und ich muss aussteigen, muss den Waggon wechseln. Ja. Also, das wollte ich jetzt fragen. Was ist es? Du bekommst Panik? Ja, weil ich nie berechnen kann, wann dieser Luftballon platzt. Also, ich bin von Natur die Angst,
also die Aversion gegen Luftballon ist die Tatsache, der könnte irgendwann mal platzen. Ja, nicht nur, auch das Material. Wenn zum Beispiel ein Luftballon dann geplatzt ist, dann habe ich echt Schwierigkeiten mit nackten Händen diese Fetzen also aufzuheben. Da läuft es mir echt kalt den Rücken runter. Die musst du ja auch nicht aufheben. Nee, das nicht, aber wenn ich es probiere. Also Könntest du denn einen aufgeblasenen Luftballon so schön anfassen? Einen aufgeblasenen, ja, ganz wenig mit der Hand, aber nicht mit Spielen und auch nicht irgendwie bewegen. Er könnte ja platzen. Beschreib mir das noch ein bisschen konkreter, die Angst, die dahinter steckt. Die Angst ist, dass er platzt. Die Angst ist, dieses Material eventuell näher anfassen. Dieses Material, ja klar. Aber was ist das genau für eine Angst? Es ist ein Unbehagen. Ich kann es mir vielleicht so vorstellen, wie andere Leute Angst haben vor Spinnen, liegt es bei mir halt so, dass ich Angst vor dieses Material habe. Mhm. Also, das heißt, mit dir kann man nie entspannt oder könnte man nie entspannt über eine Kirmes bummeln? Es ist schwierig. Also, ich gehe natürlich grundsätzlich auch meistens nur abends auf eine Kirmes. Weil da nicht so viele Kinder unterwegs sind. Keine Kinder mit Luftballons mehr sind, ja. Nee. Jetzt gehen wir mal tief in die Vergangenheit. Ja. Gibt es, ich meine, die Frage ist fast schon profan, aber eigentlich muss man sich stellen. Gibt es denn ein negatives Extremerlebnis mit Luftballons? Ja, also ich kann mich daran erinnern, dass ich von meinem Vater extrem mit Luftballons geärgert worden bin. Sprich, mein Vater hat Luftballons von mir im Bett unterm Kopfkissen versteckt. Aufgeblasene. Ja. Oder zum Beispiel, ich hatte eine Jogginghose an mit so einem Hosengummi. Hat er ganz plötzlich dann an diesem Hosengummi gezogen, mir einen Luftballon in die Hose gesteckt und der ist geplatzt. Was? Wie alt warst du da? Da war ich vielleicht 8 oder 9. Also schon älter. Da war ich schon ein bisschen älter, ja. So. Aber, und seitdem ist zum Beispiel auch in meiner alten Firma, da war ich im Büro. Ja. Und die Kollegen wussten das, dass ich Luftballonangst habe. Das habe ich auch so erzählt. Mhm. Da wollte ich aus dem Büro rausgehen. Da war die Tür verklebt mit Klebeband und daran hingen dicke, aufgeblasene Luftballons. Wie böse Menschen sein können, ne? Das war fies. Oder zwei Kollegen haben mich umzingelt mit zwei großen Luftballons. Also ich habe mich nur auf den Boden geworfen und habe geschrien vor Angst. Bitte nicht. Das durftest du eigentlich gar nicht so in deinem Umfeld erzählen. Wäre vielleicht besser, aber gut, ich habe eine Freundin, also die weiß das auch, aber die macht da nichts. Also. Ich möchte nochmal auf den Vater zu sprechen kommen. Ja. Der hat das aber nur aus Spaß gemacht. Der hat das nur aus Spaß gemacht, der hat sich totgelacht und lacht heute immer noch tot. Aber der muss doch da gemerkt haben, dass der Kleine doch eine große Angst empfindet, dass er das dann noch weitergemacht hat. Naja, das war ihm anscheinend egal, das macht er ja noch heute. Wenn er bei mir in der Wohnung ist, bringt Luftballons mit und bläst ihn plötzlich heimlich auf. Also da muss ich ihn schon wirklich zurechtweisen. Und dann pull ich ihn auch an. Ich sage, lass den Scheiß. Das heißt, er nimmt das nicht ernst? Er nimmt es absolut nicht ernst, ja. Und vor dieser Zeit, also als du 8, 9 warst, so wie du es gerade erzählt hast, vorher war das ganz normal. Da hast du dich auch gefreut, wenn du war das ganz normal. Ich kann mich noch erinnern, meine Nachbarn hatten so einen richtigen Bausch voll 8, 9, 10 Luftballons. Und die haben sie mir geschenkt und ich habe mich drüber gefreut. Mhm. Und ich bin damit rumgerannt, also Michael, da war gar nichts. Steht der Luftballon noch für irgendetwas anderes? Ja, für was soll der denn stehen? Ja, ich frage mich ja. Also, oder gab es damals außer diesen Späßen, in Anführungszeichen, die dein Vater da mit dir betrieben hat, hat er noch irgendwas anderes mit dir gemacht? Nee, das nicht. Gar nichts? Absolut nicht, also das muss ich von mir weisen, also. Mhm. Nichts Sexuelles oder so. Nein, das hätte ja auch irgendetwas anderes sein können. Aber es war einfach nur eben diese Luftballonangst und das fand er wahnsinnig komisch. Mhm. Und auch heute noch. Und das können meine Eltern allgemein auch noch gar nicht verstehen. Mhm. Dann fragen sie, hast du immer noch Luftballonangst? Gibt's doch gar nicht. Mhm. Ja, ich habe ja gerade auch am Anfang gelacht darüber und im ersten Mal klingt das lustig, aber so wie du es jetzt beschreibst, ist das eine richtige Phobie. So wie du sagst, andere Leute haben Angst vor Spinnen oder ich habe zum Beispiel Angst, im Aufzug hängen zu bleiben, also Platzangst. Also insofern kann ich das gut nachvollziehen. Das sind wahrscheinlich ähnliche Mechanismen, die in einem da abgehen. Mhm. Also ich weiß, ich habe ja im Internet mal recherchiert und ich habe dann auch bin auf eine Seite gestoßen, die sich mit diesem Fetisch befasst und da waren so erotische Luftballongeschichten. Das handelte von einem Paar, was eben halt mit einem Luftballon eben Sex gehabt hat, ohne dass er platzen sollte. Und ich habe die Geschichte gelesen. Es war wie ein Horror. So. Mir lief jetzt echt kalt den Rücken runter. Das war für dich eine Horrorgeschichte. Ja, also. So, jetzt ist die Frage, eigentlich kann man da ja mit leben, ne? Also man wird ja mit Luftballons nicht so oft konfrontiert. Also beispielsweise mit Aufzügen, in meinem Fall wird man ja öfter konfrontiert als mit Luftballons. Das nicht, aber es ist ja schon so, wenn man so normal mal unterwegs ist oder auf dem Markt, da werden Luftballons verteilt. Oder du kennst ja auch diese riesengroßen Luftballontauben von Shibo oder Itusho, wenn man da runtergeht, das furchtbar riecht. Der Hintergrund meiner Frage ist,
Ist es nötig, deshalb in eine Therapie zu gehen? Also Therapie vielleicht nicht. Mich würde mal interessieren, ob es noch andere Leute gibt, die auch diese Angst haben, weil ich habe da auch noch nichts gehört. Das habe ich auch noch nicht so gehört, aber wie gesagt, ich glaube, dass man das wirklich einordnen kann unter den großen Krankheitsbegriff der Phobie. Mhm. Und ich finde, dass man immer dann irgendetwas tun sollte dagegen, wenn man zu sehr in seinem Alltagsleben damit beschäftigt ist und wenn einem das zu sehr zu schaffen macht. Dennoch kann ich das natürlich auch gerne anbieten, wenn andere Menschen, die genau diese Phobie, nämlich vor Luftballons, auch haben, sollen sich gerne bei uns melden, könnt ihr euch zusammentun und dann kann man immer noch weiter sehen, ob ihr aus einer Selbsthilfegruppe heraus vielleicht da irgendwie... Das wäre nicht schlecht, weil es wirkt für andere Leute, für normale Leute ja lächerlich auf den ersten Blick, wenn man sagt, Luftballonangst. Also domian@wdr.de mailen oder schreiben an den WDR Westdeutschen Rundfunk, Redaktion Domian 50 600 Köln, wenn ihr vielleicht mit dem Michael Kontakt haben wollt zum Thema Phobie. Das wäre nicht schlecht. Wenn du auch noch mit meinem Psychologen reden möchtest, um das noch weiter psychologisch vielleicht zu besprechen, dann kannst du es gerne tun. Nö, doch nicht. Das nicht? Das, okay. Das nicht, nee. Okay, Michael, dann wünsche ich dir alles Gute. Alles und klar. Wenn irgendwas reintrudelt, wir kontaktieren euch. Okay, Domian. Tschüss. Vielen Dank, ne? Jo, tschüss. Peggy, 29 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Mein Thema ist sexueller Missbrauch gegenüber von meiner Tochter. Ich weiß nicht, ob du die Zeitung gelesen hast. Es lief in der Zeitung. Am 18. Juni ist es passiert. Am 18. Juni ist es passiert? Ja. Und wie alt ist deine Tochter? 6 Jahre. Das lief... Ist das in Berlin passiert? Ja, genau. Ja, ich habe das gelesen. Ich habe auch das Bild gesehen von dem Täter. Genau. In der Zeitung. Genau. Und das bin ich. Und das ist meine Tochter passiert am helllichten Tag, ja. Und darüber wollte ich mit dir reden. Ja, also lass uns über den Tathergang sprechen, weil sich ja viele Menschen das gar nicht vielleicht so mitbekommen haben. Wie alt ist deine Tochter? Meine Tochter ist 6 und geht seit einem Jahr in die Schule, also sie wird jetzt 7. Ja. Und ist ganz normal vom Schulhort gekommen, der geht immer bis um 2:30. Mhm. Und dann ist sie wie ein Jahr lang schon, also die Schule ist gleich hier, wenn man aus der Tür rauskommt, da fällt man darauf hin, ja. Ja. Und sie ist von der Schule gekommen und will ganz normal in die Tür reingehen. Und da hat ihr einer die Tür aufgehalten, was normal ist bei uns, weil wir haben 13 Etagen, also 13 Stockwerke. Mhm. Und da ist es ein Kommen und Gehen. Und wenn da einer mal die Tür aufhält, denkt man sich nichts Böses. Ja, ja, ja. Und da hat er ihr die Tür aufgehalten und sie wollte zum Fahrstuhl gehen und drücken. Und dann hat er sich vor dem Fahrstuhl gestellt und hat sie am Arm gepackt und in den Keller gezogen. Und es war auch Schlagzeile gewesen beim Kurier und in der Bild und in der Morgenpost. Ja, ja. Es lief auch im Fernsehen. Also ich meine mich zu erinnern, dass ich das Bild des Täters gesehen habe. Ja, genau. Weil, wenn ich mich recht erinnere an den Zeitungsartikel, es eine Kamera in eurem Flur gibt. Genau, genau. Bei uns unten ist im Nachhinein ist es ganz gut gewesen, läuft eine Kamera. Ja. Da kann man alles sehen. Das heißt, der Täter ist fotografiert worden? Ja, aber leider heute noch nicht. Aber er ist noch nicht ausfindig gemacht worden? Nee, leider noch nicht. Was hat er mit dem Kind gemacht? Er hat sie in den Keller gezogen und ihr die Hosen runtergezogen und mit dem Finger war an ihre Scheide gewesen und mit der Zunge. Aber das reicht ja schon. Mhm. Ich meine, in Anführungsstrichen ist es noch harmlos, ja. Ja, also zum Glück hat er sie nicht missbraucht, sagen wir mal so. Ja. Es ist schon sehr schlimm, aber es hätte noch schlimmer kommen können. So kann man sich ein bisschen trösten. Ja. Wie kam es dann, dass er von dem Kind abgelassen hat? Sie hat immer gesagt, ich will das nicht und hat geweint und sich gewehrt, hat immer gesagt, ich will zu Mama. Mhm. Und dadurch, dass er weiß, dass da ein Ein- und Ausgehen ist, weil er hat ja schon 15 Minuten vorher gewartet, das weiß ich ja, weil ich das auf dem Videofilm gesehen habe, hat er dann von ihr abgelassen, weil es könnte ja jederzeit jemand reinkommen. Ach so, es war also ein Zufall und ein Glück, dass er von ihr abgelassen hat. Ja, weil der Keller ist direkt neben unseren Briefkästen und da ist immer ein Ein- und Ausgehen. Mhm. Und dann ist das Mädel dann gleich zu dir hochgekommen? Genau, das ist dann... Und hat sofort erzählt, was passiert ist? Sie hat geweint und war völlig fertig und dann habe ich sie gefragt, was denn los ist. Und ich habe gedacht, sie hat sich mit ihrer Freundin gestritten oder so. Und dann hat sie mir das erzählt und dann habe ich sie nur noch gefragt, wie er aussah. Mhm. Und du hast es ihr auch sofort geglaubt? Hab geglaubt, na klar. Ja. Und dann habe ich gesagt, sie soll bei ihrem Bruder bleiben und dann bin ich runter und habe den gesucht. Mhm.
Hab den aber nicht gefunden mehr. Und dann habe ich die Polizei angerufen und die ist dann auch gleich gekommen. Glaubst du, dass der gezielt dein Mädel ausgesucht hat oder war das ein Zufall? Also er hat gezielt auf ein Kind gewartet. Auf ein Kind? Das weiß ich im Nachhinein, weil er hat schon 15 Minuten gewartet. Er hat... er ist immer herein und raus. Es gibt Leute in unserem Haus, die haben ihn unbewusst die Tür aufgehalten, woran die sich natürlich nicht mehr erinnern können. Aber er hat gezielt auf ein Kind gewartet. Ja. Ob es nun meine Tochter war, weiß ich speziell nur nicht. In welchem Berliner Stadtteil ist das passiert? In Reinickendorf. In Reinickendorf. Es ist aber derartiges in letzter Zeit noch nicht passiert. Also in unserer Straße noch nicht, aber in Märkischen Viertel. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Ja, natürlich. Ja, das ist auch Reinickendorf. Da ist wohl auch einer unterwegs. Mhm. Aber der ist nicht derselbe wie bei uns. Nun ist es ja wirklich eine wunderbare Fügung, dass man dieses Schwein hat fotografieren können. Ja, aber es hat ja auch nicht viel gebracht. Ja, wacht ab. Es ist ja, wann ist es passiert? Am 18. Juni. Am 18. Juni. Mhm. Hält die Polizei euch oder dich so auf dem Laufenden? Nee, leider nicht. Ja. Wenn wir nicht anrufen würden, dann wüsste ich gar nicht. Mhm. Also, es lief ja im Fernsehen überall und... in der Presse und dann gingen 50 Hinweise ein, aber davon war nichts brauchbar. Peggy, wie geht es denn der Kleinen? Die ersten Tage sah sie aus, als wenn sie es verkraftet, aber danach bekam sie ständig Fieber und Erbrechen und so. Und dann waren wir auch beim Arzt, aber der konnte nichts feststellen. Also es muss psychisch sein, weil es alle zwei Tage ist. Ja. Jetzt geht unsere Sendung leider zu Ende. Du hörst vielleicht die Musik im Hintergrund. Mhm. Ich würde, wenn das noch nicht passiert ist, auch euch dringend raten, dass du mit der Kleinen zu einem Kinderpsychologen gehst. Mhm, habe ich schon einen Termin gemacht. Ja, das finde ich ausgesprochen wichtig. Mhm. So, und wir wollen hoffen, dass der gefasst wird. Mhm. Und wir wollen hoffen, dass er so scharf und streng bestraft wird, wie es nur irgend möglich ist, im Rahmen unserer Gesetze. Alles klar. Wollen wir das hoffen. Mhm. Alles Gute, Peggy. Okay. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute von Domian am Donnerstag. Schön, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei Nightwash und wir sehen und hören uns wieder in der Nacht von Montag auf Dienstag im Radio bei 1 Live und im WDR Fernsehen um 1 Uhr nachts. Alles Gute bis dahin, bye bye und tschüss.